Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knuspert auf meiner Couch? Oh, das bin ich. Ja, mit dem Keks. Aber ist nicht schlimm, ich spiele nämlich. Daniel kann knuspern und Kekse gehören ja bei uns mittlerweile zum guten Ton in unseren Let's Plays. Wir sind im oberen Kathedralenbezirk und hier glitscht ein schleimiges Vieh an der Wand rum. Das sieht sau eklig aus und ich werde es jetzt angreifen und töten. Weil es nämlich nicht wert ist zu leben, weil es so hässlich ist. So, jetzt suchen wir ein Leuchtfeuer. Das ist gerade so unsere erste Aufgabe hier. Hübsch ist es hier. Verwunschene, Wald. Wackelnde Bäume. Mhm. Die sehen irgendwie sehr organisch und eklig aus. Blaues Elixier. Davon haben wir aber sogar zu viel dabei. Was macht denn das Zeug überhaupt? Es leuchtet blau. Ah, sehr gut. Rambo-Anspielung. Und da... Da kommen Laternenschwinger. Ist nicht auch schon wieder hier Laternenfest irgendwie? Laternenumzug? Demnächst, ich weiß es nicht. War nicht jetzt gerade erst. War doch gerade erst, ne? Ach, der schießt wieder mit seiner blauen Grütze nach uns. Aber die haben nicht so eine große Reichweite. Au. Au. Ich bin tot. Das ist unschön. Weil wir kein Leuchtfeuer haben. Weil wir kein Leuchtfeuer haben. Aber ist nicht schlimm, ich renne da jetzt einfach nochmal schnell durch. Genau. Es ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Es sah gar nicht schwer aus. Ja. Also es ist sogar noch weniger schwer. Genau. Das finde ich gut. Bin ich voll dafür, Daniel. Ja, du kannst ja mal kurz nachgucken. Das Leuchtfeuer dürfte eigentlich nicht so weit weg sein. Nee, das ist über die Brücke rüber. Das war's. Ach, okay. Dann war ich einfach nur schlecht. Das ist nicht schlimm. Und dann ist da auch schon, wie, wenn ich das richtig sehe, schon 3 Meter weiter praktisch gleich der Boss. Nächste Boss. Da sind ja 2. Das ist ja wie eben im... Also eben ist gut, vor 2-3 Folgen im Menses-Albtraum, da gab es ja auch 2 Bosse. Ist ja eigentlich ungewöhnlich. Bisher gab es ja den Gebiet meistens eher nur einen. Aber wir nähern uns ja auch dem Finale und da gibt es offensichtlich mehr Bossbedarf. Nach hinten raus soll es ja auch schwieriger werden. Sagt man ja so gerne. So, jetzt beeile ich mich hier mal ein bisschen. Ne, du nicht, mein Freund, du nicht. Du erwischst mich hier nicht blöd. So. Zack. Das ist das Schöne, man muss nur noch einmal auf die Leute einhauen. Die treffen ja gar nichts hier. Au! Das ist ja wirklich so ein kleiner Ezio Auditore jetzt, ne? Ja, also wirklich. Ungefähr so schwierig wie Assassin's Creed-Kämpfe sind. Sind die jetzt hier auch gerade? Ich habe jetzt eine halbe Lebensenergie verloren, aber ist jetzt nicht so schlimm. Habe ja dafür auch eine ganze Blutfiole gefunden. Also, es läuft! Daniel blättert immer noch wie verrückt. Naja, ich bin interessiert und guck gerade, was guckst hier noch mal, was da so auf uns zukommt noch. Genau. Finde ich gut. Ich mag das, wenn wir vorbereitet sind auf das, was da noch kommt. Das kommt da. Der große Houdini. Aber der kann uns auch nichts. Der gibt uns nur Blutfiolen. En masse. Tschüss. Und dich. Au! Oh, das war nicht schlecht. Opa, ist er? Ich kann das auch. Mit dem Schießen. So, wo waren jetzt hier die Leiter? Nach rechts, glaube ich. Eher nach rechts, ne? Okay. Gut, dann gehen wir mal hier lang und hier lang. Und da ist sie. Oh, Vorsicht. Sagte er zu sich selbst und stürzte. Nächste Etage. So, jetzt hier nach links. Da hinein. Da ist der Flammenwerferli. Schüsseli. Au. Spinn's wohl. Da ist auch noch der Schatten. Zack, zack. So, nehme ich. Ist gekauft. So, jetzt gehen wir da rein. Und das und auch ein nächstes. Genau. Das hat tatsächlich gar nicht so lange gedauert. Da ist irgendwie dieser komische Schleimi. Wo ich immer noch nicht weiß, was der soll, weil so richtig irgendwie Schaden machen kann der nicht, glaube ich. Ist einfach nur widerlich. Er ist einfach nur widerlich. Bisschen wie Politiker. wobei die können auch Schaden anrichten. Sogar ziemlich gut. So, hier liegt unser Zeug. Das war schön, das waren nämlich 20.000. Und jetzt kommen die beiden Jungs hier hinten die Treppe hoch. Ich kann ja mal ein bisschen schießen, ich meine, wir haben echt so viele Kugeln. Das stört die jetzt nicht so doll, aber... Lalalala. Aber andererseits haben wir halt auch echt so viele Kugeln. Ich glaube, vorhin, als ich mal nachgeguckt hatte, hatten wir 200 in der Kiste. Ja, alles klar. Also ist jetzt nicht... Aber ich glaube, Blutechos haben wir jetzt auch mehr als genug, ne? Blutfiole. Genau. Blutechos auch. Ja, wir sind halt auch echt schon ziemlich hochlevelig. Oh, guck mal, da habe ich einen und dann eingeweide ich ihn mal.
Schön. Und das war's. Das konnte man ja auch machen. Da hinten ist auch noch einer. Aber wenn der mich jetzt schlägt, dann mache ich das gleiche nochmal. Zack! Ihr zwei Jungs wolltet eine Gefahr für uns darstellen. Vergiss es. Ach du Gott. Das sind wieder diese... Das sind ja mehr von denen. Ich habe die gerade völlig übersehen, ja, weil die so unaggressiv waren. Aber in der Masse? Ich glaube, die können schon richtig eklig sein. Aber ich weiß ja gar nicht, was die machen wollen. Ich meine, das sind einfach nur so schleimige Kugeln. Wollen die einen echt irgendwie angreifen? Ich weiß es nicht. Das ist übrigens unser Leuchtfeuer. Das ist gut. Zack. Und blutige Fetzen. Soll ich mit denen irgendwas machen? Kann ich kaputt hauen. Und hier stehen halt so gar nicht gruselig verschleierte Statuen irgendwie. Verdammt. Hier ist aber sonst nichts. Na gut, ich gehe mal hier weiter. Schau mal kurz, was hier noch so Hübsches ist. Guck mal, nett. Ja, schöne, ja. Villa. Villa Bajo oder Villa Riva? Man weiß es nicht. Wir können es herausfinden, indem wir schauen, ob ihr Geschirr noch schmutzig ist. So, kennst du die Werbung noch? Nee, kenne ich mit nicht. Mit dem Priel-Geschirrspülmittel. Während in Villa Riva schon gefeiert wird, wird in Villa Bajo noch geschrubbt. Da war Villa Riva wohl schlauer. Die haben dann Priel benutzt oder irgendwie sowas. Das war so eine 90er Jahre. Ja, okay. Kennt man heute nicht mehr. Kinder heute, die gucken ja nur auf YouTube. Ihr wisst ja gar nicht mehr, was gut war früher. Nämlich die Scheiße, die im Fernsehen lief. Ah, nein, ist schon alles besser heute. So. Das waren wieder ganz viele, die mich nicht einmal angegriffen haben. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Wahrscheinlich bist du aber viel zu schnell. Aber es sind echt viele. Jetzt sind hier so Raben auch noch. Aber die sind ja jetzt echt nicht mehr so die Schlimmsten. Ich bin das gar nicht mehr gewöhnt, dass wir... Kiesel. Ich bin gar nicht mehr gewöhnt, dass wir so viele Raben haben, die gar keine Hundegesichter haben oder andersrum. Hunde mit Rabenköpfen. Au. Oh. Ist ja echt hier gerade super einfach, ne? Ja, der hat mich jetzt schon ein bisschen geschädigt. Aber auch nur, weil ich mich habe erwischen lassen. Ich wollte ihm auch mal eine Chance geben. Gut, das war das. Ja, ist wirklich gerade ziemlich smooth. Gesundheit. Ah, Verzeihung. Das muss ich dann wohl leiser drehen in der Aufnahme. So, den Kiesel kann ich nicht mitnehmen. Ja, die waren schon voll. Da hoch, dann einfach. Und hier dann hoch. Dann gehe ich mal da hoch. Oh, da steht einer. Steht einer mit einer Sichel. Oh, jetzt muss ich hier gerade niesen. Was ist denn das hier? Lagerfeuer. Was soll ich denn damit? Romantik. Romantik pur. Das zeigt der schon wieder hier auf mich. Kannst du mal aufhören hier mit deinen Patschefingerchen? Aber so schlimm war der jetzt auch nicht, ne? Wir sind echt 15 Level zu hoch für das Gebiet, ne? Das merkt man ein bisschen. Boah, das ist einer, der einem das Gehirn aussaugen würde, wenn man ihn dann ließe. So viele Konjunktive. Vorgewandt. Oh. Aber neue Klamotten. Können wir mal kurz... ich guck mal, dass hier niemand ist. Okay. Mal... wie war das so? Können wir mal kurz schauen. Also unser Jägergewand, das haben wir gerade an. Dann können wir mal gucken, was das Chorgewand so macht. Das ist besser gegen Arkan, ist aber schlechter gegen die Abwehrsachen, die normalen. Wir hätten auch, als wir gegen diese Wahnsinnsviecher gekämpft haben, auch mal was anlegen können, was ein bisschen mehr gegen Wahnsinn Abwehr hat. Richtig, aber... Auf die Idee sind wir gar nicht gekommen. Ist jetzt auch zu spät. Egal. Okay, also das Chorgewand finde ich jetzt auch nicht irgendwie so beeindruckend. Chorhandschuhe auch nicht. Es hat diese, gegen diese Magiesachen ein bisschen besser. Ich weiß jetzt ja nicht, was wir brauchen beim nächsten Boss. Jetzt werden wir dann sehen. Was werden wir dann sehen? Am besten eine Waffe. Eine Waffe, genau. Ein Schwert. Und dann stechen wir ihm in den Kopf. Mehrmals. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt hier rechts oder links oder... Hier ist eine Tür. Was ist auf der anderen Seite? Guck mal, liegt noch irgendwas, glaube ich. So ein Lichtlein. Ist übrigens ein sehr schöner, großer Raum. Ich hoffe, da ist nicht demnächst irgendwo ein Boss. Aber ich weiß ja, das ist nicht so weit weg. Hier ist auch eine Tür. Es irritiert mich jetzt aber, dass es hier so viele Türen gibt. Oh, da steht einer. Ah, okay. Geht. So ein Teil? Danke. Ich weiß nicht, es hört gerade irgendwie nicht auf. Mit meinem Genieße. Ich kannst du mal ganz kurz spielen, dann putze ich mir einmal die Nase. Na klar. Damit das hier nicht ausartet mit dem Rumgenieße. Oh, da hinter dir. Oh. Ich wusste einfach, da kommt jetzt so ein Wolf und ich wollte dich in die Bredouille bringen. Warum hatte der so blaue Augen? Weiß ich nicht, auf jeden Fall tat er gerade weh. Das hast du aber übrigens sehr schön gemacht, ich wollte das nur mal erwähnen. Ah, danke schön. Verzeihung, Verzeihung. So, jetzt sollte es eigentlich vorbei sein.
Ist mir wieder. Na klar. So. Solange da jetzt nicht direkt einer steht. Solange da auch wieder kein Wolf ist. Dann kämpfen wir uns halt einen Wolf. So, was ist hier? Eine Türe? Öffnet sich auch nicht. Dann müssen wir wohl da runter. Machen wir doch dann auch. Schön, dass es hier. Oh. Okay. Hey Jungs. Hey. Hey, was geht? Alles klar mit euch? Oder was? Oder was? Oder was? Oder was? Der erste ist tot. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Der zweite ist. Ich habe keine Ausdauer. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Au! Guti. Da war dann wohl eine Stelle mit Statuen. Genau. Wo man nicht durchkommt. Schade. Ich probiere das jetzt noch einmal. Übrigens, die kleinen Viecher sind, das sind die himmlischen Kinder, lese ich hier gerade. Ach, das ist alles sowas wie das, was wir töten mussten, um an die Nabelschnur zu kommen. Das sind alles so kleine, eklige, schleimige. Genau. Föten. Also im Endeffekt wie echte Föten. Nur, dass die dann zu leckeren Kindern werden. Ach, guck mal, hier ist ja unser Mensis-Hürrim. Das ist ja der Süße. Das, was wir eben im Keller besiegt haben. Da, wo wir nicht genau so richtig viel drüber wussten. Also da hatte der auch noch irgendeine persönliche Story oder so. Das war, um ihn weinen können nochmal vielleicht irgendwie. Ich weiß es nicht. Sah jetzt nicht so aus. Ja, ich weiß nicht. Also besiegen muss ich die aber auch nicht, ne? Ich glaube, die machen gar nichts. Kann ich das Tor hier eigentlich öffnen? Nee. Kann ich nicht. Hätte ja sein können. Ja, die versuchen schon, mich anzugreifen, aber es ist irgendwie so lächerlich. Die sind so langsam. Ich glaube, ich laufe jetzt einfach hier durch. Für die paar Kröten muss ich da jetzt auch nicht kämpfen. So. Au. Spinnst du? Nichts verloren. So, du bist hier so ein Aussauger wieder. Komm, töten, 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 töten. Töten. Schamanenknochenklinge. Der hat übrigens den Jäger ausgesaugt. Sollte uns eine Warnung sein. Ah! Oh Gott. Gut, dass du gerade nicht hinguckst. Da hättest du dich nämlich erschrocken. Nee, ich bin jetzt gerade hier sehr tief. Ja, nee, es ist auch wirklich gut so, weil das. Ich hätte mich nur noch mehr erschrocken, wenn du dich wieder so erschreckst, sondern. Kommt der da durch? Nee, der kommt da gar nicht durch. Da können wir. Ah! Nein! Boom! Hallo! Au! Ah! Oh Gott! Jetzt stirb! Geht doch. Die bringen aber auch gar nicht so viel. 1600. Nee, nee. Dafür muss man es echt nicht machen. Gut, jetzt hier wieder drei Wölfies. Fällt jetzt nochmal der Kronleuchter runter? Nee, der ist schon. Er bleibt runtergefallen. Da unten sind sie. Ah, scheiße, 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 scheiße. Ja, stellt euch alle hintereinander auf, Jungs! Au! Durch die Tür! Da kommen sie nicht durch, nee, oder? Nee, da kommen sie nicht durch. Ich cheese die jetzt tot hier. Ja, okay. Ich komme auch nicht so richtig durch die Tür. Ich muss den richtigen Winkel treffen. Ja. So ist gut. Okay. Ah, der lebt noch. Spinn's wohl. Dann schieße ich dich halt tot. Erst nicht schießen, sondern schießen. So, einer ist noch da. Oh, der ist irgendwo hinter der Tür. Ja, pop, pop, pop. Mir jetzt egal, dass ich hier feige aussehe. Ich habe keine Lust, jetzt hier nochmal zu sterben. Okay. Geschafft! Tada. Tada! Vier Wölfe hintereinander. Und zwar die blau leuchtenden, bösen Super. Killerwölfe. Killerwölfe, genau. Werwölfe. Okay. Dann mal. Das ist der. Ich dachte gerade, hier ist irgendwie eine Schlange oder so auf dem Boden. Das ist nur der kaputte Kronleuchter. So, jetzt gucken wir mal hier hinten. Hier ist nichts. Mal schön an die Decken gucken, nicht, dass hier was runterfällt. Da ist einer. Oh, ist ein Sauger. Ja. Aber den ersten habe ich ja ganz gut hingekriegt. Dafür haben wir genug Ausdauer. Wenn du dich umdrehst, gab es dann auch noch ein Item, oder? Ja, du hast recht. Da leuchtet es lustig. Das nehmen wir mit. Kosmisches Auge, Wächterabzeichen, okay. Und weiß nicht, wofür man es braucht, aber es sieht nett aus. Auf jeden Fall ist es kosmisch. Es ist so kosmisch. Hello, my friends.
Ritualblut. Und da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Da hinten ist noch so ein Vieh, aber das muss ich jetzt ja nicht mehr machen. Ich glaube, ich öffne mal die Tür. Vielleicht ist der Herr Boss dahinter. Wir können ja uns wenigstens noch einmal angucken. Ja. Ja, oder wir machen hier einen Cliffhanger und zeigen euch nächstes Mal, was hinter der Tür ist. Das würde auch gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.